Touch bekommen hier bei cafotos.de zu einem weiteren Video in Photoshop. Und zwar möchte ich euch heute zeigen ein neues Werkzeug in Photoshop CS6 und zwar das sogenannte perspektivische Freistellungswerkzeug. Wie komme ich da drauf? Nun ja, ich bin gerade noch einen Artikel am Schreiben und in diesem Artikel möchte ich gerne dieses Bild hier verwenden, allerdings nur hier das Display und bei der Aufnahme war ich nicht ganz parallel zu dem Bildschirm. Ihr seht das, es ist ein leichter schiefer Verlauf und an der Stelle ist die Kamera weiter zurück als hier. Hier ist sie näher an meinem iPhone dran und mit dem perspektivischen Freistellungswerkzeug können wir jetzt einfach das Objekt hier freistellen beziehungsweise ausschneiden und gleichzeitig wird Photoshop dafür sorgen, dass es so aussieht, als wären wir wirklich direkt davor gestanden. Wie funktioniert das? Nun ja, wir wählen einfach hier mit gehaltener Maustaste. Normalerweise ist ja hier dieses normale Freistellungswerkzeug ausgewählt. Wir klicken bei gehaltener Maustaste drauf und wählen dieses andere hier aus, perspektivisches Freistellungswerkzeug, und klicken dann einmal hier oben in die Ecke. Und ihr seht, dann entsteht hier so eine Linie und diese Linie versuche ich jetzt hier so halbwegs parallel auszurichten an diesem blauen Rahmen. Und ihr seht, jetzt entsteht schon dieses Gitter beim zweiten Klick. Und auch hier schaue ich auf der Seite, dass ich halbwegs parallel bin und schließe dann hier meinen Ausschnitt quasi ab. Ich gehe noch etwas nach innen und klicke und ihr seht, jetzt den Bereich ausgewählt, den ich jetzt ausgeschnitten habe. Ihr könnt natürlich die Auswahl hier nach wie vor noch anpassen, aber wir bestätigen das Ganze einfach mit einem Klick auf das Häkchen. Und ihr seht, wir haben genau diesen Bereich jetzt ausgeschnitten und quasi plan auf dieses Blatt Papier gelegt. Ja, das soll es gewesen sein von diesem kurzen Tipp. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich auch freuen, wenn ihr meine weiteren Videos dann anschaut. Gebt vielleicht einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.